Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Solar Psycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir finden uns in Avatar Frontiers of Pandora und ungefähr hier. Hier haben wir letzte Folge aufgehört. Wir sind jetzt in diese Anlage eingedrungen, sind in den Keller oder zumindest ein bisschen weiter runtergefahren. Gut, mehr dann gefahren, also mit den Lüft und Schacht. Und haben jetzt hier schon zwei Pumpanlagen oder Absauganlagen haben wir sabotiert. Jetzt müssen wir noch zu Injektor C und diesen noch sabotieren und was, wie es dann auch weitergeht, keine Ahnung. Was hier auf jeden Fall schwierig ist, man hat nicht unbedingt immer eine gute Pose im Fighten. Ja, hier zum Beispiel fühle ich mich sehr unwohl. Warum ist er in die Luft geflogen? Was ist passiert? Lol, der ist schon motiviert. Ja, den würde ich gerne mit dem Pfeil noch ausschalten und mit der anderen kann ich mit der Pumpgun. Und den da. Der ist auch so ein motivierter Spaten. Das war jetzt natürlich ungünstig, dass ich daneben geschossen habe. Ne? Wenn man auf jemanden schießt, sollte man schon treffen. Oh, der hat geschmeckt. Und einfach weil ich es kann. Oh. Hallo. Ich komme näher. Hör auf wegzulaufen, Madam. Oder Monsieur? Ich bin auf einem Kerl sein mit einer ziemlich weiblichen Stimme. Man weiß es ja nicht. Aber das hat fast cool aus. Ich hätte mich jetzt vielleicht nicht heim müssen. Aber ich wusste, dass hier Medikit ist. Mehr oder weniger nicht. Ja, und hier ist noch Loot. Endlich mal hier so ein bisschen Loot. Das geht mir ja hier in dem Game ab und... Oh, Guerilla-Stirnband. Nein, nicht M drücken. Ja, Guerilla-Stirnband. Oh. Hä? Das ist nicht besser. Achso, das ist einfach nur seltener besser. Ja gut, dann ist es kacke. Ich habe einfach schon zu geiles Equipment zum Teil. So, und das hier unten sind die beiden Pumpen, die wir jetzt noch ausschalten müssen. Aber vorher schaue ich erstmal hier noch rum, ob es irgendwo Loot ist, gibt irgendwas zum Mitnehmen. Man weiß ja nicht, kann ja sein. Und reicht das eigentlich, wenn ich da drauf schieße? Vielleicht ist dieser andere Chaco deswegen hier in die Luft geflogen, der hier. Weil ich irgendwas in die Luft gejagt habe, auszusehen. So, ich kann ja Hilfe ziehen. Das macht man. Pumpe 1 ist aus. Oder beide? Ah, jetzt ist das Gas weg. Jetzt habe ich es erst gerafft. Make it. So. Gas. Oh, oh. Das klingt so, als ob die jetzt schon in die Luft fliegen. Aber ich muss sie doch erst sabotieren. Ah, oh mein Gott. Jetzt raff ich es erst. Hebel runter. Damit das Gas weg ist. Damit ich danach die Drähte kappen kann. Damit ich nicht vergiftet werde. Jetzt wird ein Schuh draus. Aber jetzt kann ich sie sabotieren. Und hoffentlich auf der anderen Seite auch noch schnell. Bevor es wieder angeht. Oh, das ist wieder unnützig. Ja gut, ein bisschen Damage kriege ich. Aber er fliegt in der Luft. Also bin. Und die zweite jetzt bitte auch noch. Wunderschön. Wunderschön. Die Zecke. Die Zecke. Oder Zecke habe ich Angst. Alma? Muss ich jeder? Ich dringe weiter in die Basis vor. Sei aber vorsichtig. Keine Ahnung. Es sind bestimmt noch welche drin. Was ist da draußen los? Voll geil, okay. Wir haben die RDA überrascht. Sie dachten nicht, dass wir mit den Na'vi zusammenarbeiten. Es sind leider ganz schön viele. Natürlich, wir haben hier Aufzüge und ich darf erstmal wieder durch die Lüftungsschächte kraxeln. Ich freue mich darüber. Oh, Reitbein... Gut, Reit ist schwierig, aber... Nein, das wollte ich nicht. Ich zock momentan Enshrouded und auf B gehst du in dein Menü rein. Ey, Wahnsinn. Armschutz. Beinschutz. Endlich habe ich mal... Endlich habe ich was für die Beine. Nee, hä? Echt jetzt? 15% Schaden beim nächsten Angriff nach Gleitbewegung. Naja, Vitierschaden bringt mir auch nicht viel. Dann nehme ich das hier jetzt mal. Super. Ja, beim nächsten Mal bitte nicht nur eine Mod, sondern direkt Rosa, gell? Danke. Ja, das hätte schön werden können. Wie hier? Oh, Essen.
Ja, das nehmen wir doch direkt. Denn mir geht langsam mein Essen aus. 50 und 50 reicht erstmal. Warum? Haben die jetzt gerafft, dass da vielleicht ein paar Leute verreckt sind? Kann das sein? Aber die wissen ja nicht wie. Es kann ja auch eine Gasexplosion gewesen sein, einfach so. Also nicht von mir, also, ne? Ohne Fremdeinwirkung. Man weiß es ja nicht. Kann ja immer mal passieren. Erst recht, wenn es so beschissen gewartet ist. Die Armee hat ihre Truppen neu aufgestellt. Verdammt. Sie leisten heftigen Widerstand. Ist es schlimm? Es ist chaotisch. Ich bin kein General, aber gegen Menschen und Na'vi zu kämpfen, verwirrt sie wohl. Wir sollten... Sally! Scharfschützen! Arma, hallo? Alles okay? Sorry, wir hallo. Sind okay. Oh, das war knapp. Ich mag diese Schrotflinte einfach. Und nochmal Essen. Essen ist tatsächlich jetzt gerade ganz gut, weil ich vergessen habe, Proviant mitzunehmen. Und der ist so unschön. Na, aber mich hat keiner dran erinnert. Drei Ersatzteile. Ach ja, und ich verwende jetzt ab und zu auch mal die Schrotflinte. Sagen wir mal ehrlich, ich komme nicht dazu, meine Munition mit der Schrotflinte mehr zu ballern. Und zur Not habe ich hier immer noch die Spezialmunition. Deswegen kann ich auch die kleinen Spaten der Waffe killen. Und ich kriege hier so viel Munition, das ist der Wahnsinn. Das kannst du doch alles nicht verballern. Weiter zur Verarbeitung. Hier verarbeiten Sie das natürliche Gas. Hier ist zu wenig los. Zur Herstellung von Entzugsflüssigkeit. Da wird man hätte hier so geile Fights machen können. Wie nennt Alma das? Eine Achillesferse? Achillesferse. Achillesferse. Eine Schwachstelle. Eine Achillesferse. Wo starte ich da? Dann ab zum Schlüssel und... Ja, Wahnsinn. Es ist ein Stress pur hier. Aber ich... Vielleicht was Geiles drin? Presslufthammer Schrotflinte. 140... Hör auf mit dem Schwan. Okay. Wo? Schrotflinte 120. Und jetzt habe ich Presslufthammer. Oh. Nochmal mehr Schwachstellenschaden. Und Sturmmunition und Sturmmunition. Also genau das gleiche. Ich würde beim nächsten Angriff nachtreffen an eine Schwachstelle. Plus 15% Schaden. Oh. Oh. Ja, da sagen wir nicht nein, ne? So, wo bist du, mein Mädchen? Oh. Sieht gut aus. Bisschen unscharf gerade hier, aber du siehst sonst gut aus. Ja, wir machen immer noch die andere Munition, also nicht verloren oder so. Alter! Bitte nicht in Dolby Surround! Du bist nervig genug, Viech, gell? Oh oh. 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 Ich muss erstmal alles scannen. Entspannt euch. Ja, der da ist der nervigste. Da kann ich nicht durchschießen. Aber der hier kommt gleich. Mein Sichtfeld. Oh, hab ich dir in deine Hand getroffen. Au, au. Oh. Ich finde es so geil, wenn ich irgendwas Kritisches treffe. Bingo. Nein, wir spielen kein Bingo. Wir haben nicht Sonntag. Haben wir nicht? Doch, wir haben Sonntag. Okay, dann doch. Hm. Das ging auch wieder in den Unterleib. Meine Herren. Wie viel noch? Ich will doch gar nicht weglaufen. Wieso denken das alle immer? Sehe ich aus, als ob ich weglaufen würde. Die haben ein ganz falsches Bild von mir. Wo ist der letzte? Achso, da. Ups, sorry. Kollege? Ja, echt jetzt. Wer sagt hier weglaufen? Na, ihr versteckt euch hier, kleinen Maden. Klein trifft es halt wirklich sehr gut in dem Fall. Und treffen trifft es auch gut. So. Hey, Bart. Hä? Alter, das klingt, als ob es neben mir wäre. Hallo, haben wir ein Problem? Und du auf jeden Fall. Au! 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 Wo trifft er mich? Warte mal, da kommt noch einer. Ja, mach mal. Da oben. Aber erstmal muss ich den hier. Oh. Er tut mir. Also, ihr habt kein schönes Leben gerade. Muss die Flanke angreifen.
Oh, oh. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass hier jetzt wieder was rauskommt. Ich habe meine Freunde, Vorfahren und Awa. Awa. Hallo hoch, bitte. Dankeschön. Gefällt mir hier oben besser als... Ja, wobei, es gefällt mir doch nicht hier oben. Hier ist ein bisschen frei. Ah, so ein Grenadier hier. Hm. Ah, jetzt wäre ich da fast runtergesprungen. Warte mal, wo? War hier nicht irgendwo die Leiche von dem Exosuit? Da müsste noch Muni drin sein. Na egal, wir nehmen die Stöckchen wieder. Finde ich immer noch ein bisschen random, dass die hier ab und zu mal solche Dinge haben, wo nur ein Stock drin ist. Na, ihr schaut es euch an, es ist leer. Da war nur ein Stock drin. Warum? Damit ich mir Pfeile craften kann. Weil was wollen die hier unten in dieser Metallbase mit einem Stock? Wissen sie nicht. Weiß ich auch nicht. Kann ich untersuchen, echt jetzt? Nee, kann ich doch nicht. Ah, jetzt die große Preisfrage. Muss ich da rein oder muss ich hier hin? Irgendwie dann. Ich muss wahrscheinlich da durch die Tür. Yep. Da muss man. Das ist gut in dem Spiel. Es ist größtenteils einfach, wenn du so eine Anlage bist. Du hast nur einen Spot. Nein, du hast nur eine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen. Ah, jetzt geht Gastank. Alles klar. Also du hast hier keine 10 Wege und musst schauen, dass du jeden Weg gehst, weil du sonst Loot übersehen willst. Nein, du hast einen Weg und den kannst du nehmen. Ich. Oh. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich sehe nichts. Meine Brille vergessen. Kümmere mich darum! Am Arsch kümmerst du dich um mich? Warum? Gar nichts getan, um ehrlich zu sein. So kreativ. Du siehst mich nicht. Aber der hier wird ein Problem. Jawohl, verstanden! Komm her. Aua. Ich brauche noch einen Schuss auf den linken. Geh weg. Stör mich nicht. Hm. Tschüss. Flammenwerfer. Alter. Oh. Ja, hättet ihr mal die Eingänge größer gemacht. Ja, ich komme auch nicht ran. Jetzt haben wir eine Situation. Hallo, kommst du noch mal um die Ecke? Okay. Da sind zwei, da ist einer, okay. Hallo? Oh! Ja. Ich hab so viel Spaß an diesem Game. Es tut mir leid. Ich brauch die Schrot, finde ich. Ich will die bessere Schrot. Ich brauche hier Unterstützung. Bestätigt. Ja, die brauchst du. Du bist zu schlecht. Ich mag diese Schrotflinte, die geht halt auch auf Range gut. Oder so mittlere Range. Ne? So, komm die. Ja. Kommt her. Oh yeah. Die Rohre. Dann lassen wir es mal krachen. Ups, sorry. Ah, ich kann dir ja schlecht hier mit halbem Leben da lassen. Das macht man nicht, das ist Quälerei. Ah, entweder direkt gleich killen oder nicht. Außer diese Kack-Exosuits. Die würde ich gerne direkt killen, also one-shotten, aber das geht leider nicht. So, jetzt erstmal schauen, dass wir hier ein bisschen Muni einsammeln. Und natürlich den... Es gibt nicht viel Loot, aber ein bisschen Loot. Ja, Ersatzteile sind nie verkehrt. Legendäre Waffen. So, also da hoch muss ich, aber hier oben habe ich... Oder hier habe ich auch was gesehen. Oh ja. Yeah. Rotmunition und jetzt bin ich wieder voll. Finde ich gut. Und Stöckchen kriege ich auch noch. Die schieben mir die Pfeile praktisch in den Arsch. Das ist der Wahnsinn. Also in dem Fall auf eine gute Art und Weise. Und so viel Gift in der Luft. Ich muss aufpassen. Ich wollte gerade sagen, bei mir wird es langsam auch ein bisschen eng. Ich weiß nicht, wo ich danach hin muss. Wo ist das letzte? Da oben. Unglaublich. In Ordnung, wenn du es unbedingt so willst. Alle Rohre zerstört. Bleibt nur die Produktion, aber die wird sehr gut verteidigt werden. Kampfexo. Oh, yeah. Lege. Du nagelst mich nicht hier fest. Ich habe auch nie gesagt, dass ich dich nageln werde.
Oh. Okay. Gut, Nagel war es jetzt nicht, aber was in der Art. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, ich muss hier die Dinger in die Luft jagen, aber gut, scheinbar nicht. Erreiche Raum zur Absaugflüssigkeitsherstellung der Gasanlage. Alles klar, und wo? Hat sich jetzt hier irgendwo ein Türchen gehört? Ah ja, richtig. Ja, ich glaube, gut, ein größeres Türchen hätten die mir nicht hinstellen können. Wer zu sein. Ich will einfach ab und zu mal einen Blindfisch. Aber, nice one. Wir arbeiten uns vor. Also, ich dachte wirklich, wir haben größere Probleme hier, aber ich find's geil. So, ich habe jetzt das 50% Essen gegessen, damit wir nur so ein bisschen essen haben. Ja, 100% ist immer schwierig. ADA, Wunderbärchen, hier ist alles fresh, hier hätten wir noch ein Medikit. Also die denken auch, dass man hier fast im Verrecken ist, ne? Hier über die ganzen Medikits, ich habe noch keins gebraucht. Oder habe ich schon, doch, eins habe ich glaube ich schon eingesammelt. Das ist Zykre. Die Basis. Aha. Wie ist es draußen? Die ADE hat Luftverstärkung geholt. Ich muss weg. Hauptsache, die sind in einem übelsten Krieg. Und ich chill hier gemütlich meine Base. Ich habe hier ab und zu mal 2, 3, 4, 5 Hansel. Aber ja. Deaktiviere die. Ja. Sparwitz, wie soll ich die deaktivieren? Hä? Wie soll ich die deaktivieren? Jetzt mal Retalk. Oder muss ich jetzt wieder zurückgehen? Ich gehe jetzt einfach mal in den Raum zurück. Oder hoffe, dass man da hin kann. Ja, da war ja ein Hebel, den ich gedrückt habe, damit ich hier rein kann. Der hier. Aha. Okay. Ah, Hecken. Jetzt ergibt das Ganze einen Sinn. Schau mal. Gibt es irgendwas zu hacken? Hallo? Hacken, 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 hacken. Das macht so seltsam Geräusche, das Ding. Hier oben irgendwas zu hacken, unter uns. Aha. Aha. Und das fängt hier. Aha. Kabum. Oder heißt es jetzt, ich muss hier. Ah, ich muss hier erstmal den Strom umleiten. Also erstmal das hier. Und das ist gesperrt, weil. Ja, verstehen wir uns jetzt. Dachte ich mir Strom. Ich muss die Stromzufuhr zur Tür unterbrechen. Dachte ich mir doch. Ich hätte dich schon im THP töten sollen. Das tja, ich gehe. Zu viel zugetraut. Harding, Rückzug! Jetzt! Dein kleiner Schwarzmarkt hat die Blauen direkt zu uns gelockt. Es war unter Kontrolle. Fackelt ihr ruhig zusammen mit meiner Anlage ab. Oder nehmt in 3 Minuten den letzten Heli. Deine Schwester war sofort tot. So viel Glück hast du nicht. Oh, oh mein Gott. Bei der Familie hört der Spaß auf. Die wird gleich sehen, wie hier alles niedergeratzt wird. Das sind die Krane! Bam, Junge! Macht sie kaputt! Alter, was sind die denn? Was sind die denn krass drauf? Oh yeah. Also es gefällt mir. Harding hat den falschen Clan erzürnt. Oh ja, definitiv. Spiele niemals. Oh, ich dachte, da steht jemand. Spiele niemals mit Navi. Aha. Ah. Muss ich wieder irgendwas in die Luft jagen, weiß sie. Alma, Mercer hat mit Harding gesprochen. Hat sie wegen der Sessua rund gemacht und sie zurückgepfiffen. Gut, je mehr sie sich gegenseitig bekämpfen, desto besser. Draußen herrscht auch gerade Chaos. Die ODE ist langsam am Ende. Glaubst du, wir gewinnen? Wenn du sie dazu bringst, die Einrichtung aufzugeben, bin ich mir sicher. Hallo. Schauen wir doch mal. Ah, das wird ein bisschen eng. Hallo?
Wobei. Telemeno. Zum Glück hinter dich. Stellt sich ganz schön an. Guerilla-Riemen. Brustschutzbot. Schauen wir doch mal, was haben wir hier? Ah, tut mir leid, ich habe schon was Geileres. I'm sorry. Was war das? Weiß nicht. Aber was es hat Daten ausgeworfen. Priya? Schick's rüber. Ich kümmere mich später um okay, die ganze Analyse. Das haben wir. Das hier ist auch an. Das passt. Das geht. Nicht das schnell geht. Ah, nee. Da drüben ist... Ah, deswegen. Na bitte. Das war gut. Nice one. Und jetzt müssen wir doch hier wieder hacken können. Aha. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Bogen und die geile Schrotflinte. Das sind so meine Lieblingswaffen. Ich bin schon fast dort. Das Maschinengewehr okay. Gefällt mir am wenigsten. Wenn du die Zecke siehst, bist du da. Und der Speerwerfer ist cool, aber wenn sie sich so schnell bewegen, schwierig. Du kleinere Tanks. Du musst die Rohre zerstören und das Ventil schließen, um Druck aufzubauen. Okay. Also in die Luft jagen. Geilo. Hätte man auch kürzer sagen können, um fair zu sein. Ich glaube, die wissen was. Wenn da so eine fette Tür ist, die sie mir extra aufmachen. Verdammt, ich wollte gerade sagen, du siehst nicht. Das war jetzt ein bisschen kontraproduktiv, kann das sein? Entschuldigung, ihr habt die Tür geschlossen. Ja, ich war das nicht. Hallo? Ja, jetzt geht's auch mal mit die Tür wieder auf. Okay, die Tür geht immer zu, wenn ich zu weit weg bin. Alter, du schießt durch die geschlossene Tür! Ja, es war jetzt im Nachhinein kontraproduktiv, ihn anzuschießen. Weil er einfach diesen Trick drauf hat. So, ich gehe jetzt hin, Tür geht auf. Stehe hier in Deckung und töte das Viech. Hauptsache der letzte Fall war einfach nur so... Das ist einfach nur so ein bisschen abgenippelt. Okay. Für den gibt es jetzt meine Schrotflinte. Und zwar mit Spezialmunition. Kollege. Hallo? Aufmachen bitte. Dankeschön. Oh ja. Ich merke, wie ich wahnsinnig werde. Derzeit. Ich hätte wieder Spezialmunition, muss ich sagen. Aber ich bin ein bisschen happy. Aber trotzdem, ich drehe hier langsam durch. Ich benutze jetzt hier Maschinengewehr für sowas, damit ich meine Munition vom Fall, also meine Pfeile sparen kann. Meine Munition vom Fall. Wie umständlich kann man irgendwas sagen? Ja, und das Ganze jetzt noch da hinten und dann sind wir beieinander. Wunderbar. Und? Rohre erledigt. Jetzt das Ventil, oder? Oh, oh. Oh, oh. Toilettentieftaucher. Komme ich hier raus? Aha. Au, 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 au. Ja, ich stecke wirklich fest. Hallo. So, jetzt muss ich erstmal scouten. Hier haben wir was und... Da war doch noch einer. Einmal der da und einmal... Aha. Wusste ich doch. Das Gute ist, ich habe keinen Plan, dass ich hier bin. Also, dass ich gerade hier bin. Okay. Das war nicht geplant. Schön. Das war nicht geplant, tatsächlich. Da habe ich einfach nur verschieden und nicht richtig getroffen. Aber, ja,
Schinken kaufen und so. Hey, drin in mein Ventil. Ich hätte nicht gedacht, dass es. Ventil ist zu. Dass es hier so lange dauert. Erst Rohre, dann Ventil. Oh. Aber pass auf das Gas auf. Gas? Oh. Nachladen! Das Vieh! Made! Ich habe nichts mehr zum Heilen. Ich muss schauen, dass ich Medikits finde, aber ich habe noch ein bisschen was zu essen. Das ist schon mal gut. Was habe ich jetzt gemacht? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte Tee drücken. Hier unten kommen sie zum Glück nicht rein. Also jetzt erstmal hier gut voll futtern. Und nachladen. Ganz wichtig, nachladen. Und Munition wechseln. Okay, wie schaut's aus? Hier, hier und hier. Alles klar. Oh. Gib doch endlich! Danke. Wo gehst du jetzt hin? Ey, die machen mich wahnsinnig, diese Schnellen hier. Komm schon, schneid es endlich ab! Wo ist der Letzte? Warte mal. In den Unterleib! Auf besseren Schusswinkel! Als ob das jetzt da hinkommt. Ja gut. Dann sehe ich hier Spaß. Da ist noch einer. Ja, die lernen es einfach nicht. Die sollten nicht mit mir spielen. Die Schrotflinte ist pornös. Der Bogen ist pornös. Ja, theoretisch der Speerschleuderer auch, aber ich, ja. Ist halt blöd, wenn sie sich bewegen. Aber sonst eigentlich auch pornös. Also alles ist pornös. Tanz Pechkopf. Warum muss ich da wieder drauf schießen? Ja. Link. So. Und Muni einsammeln. Soll ich denn da hier. Wie soll ich denn da hier kommen? Kreativ und so. Notsituationen fordern kreative Lösungen. Und eigentlich Aim, aber dann davon habe ich nicht. Schon Medikit. Ja! Sorry, das war ein bisschen zu motiviert. Was ist das hier? Wo geht's hier hin? Oh. Muss ich da später hin oder ist das Lootraum? Ich habe keine Ahnung. Da werden wir vielleicht dann raus. Ja, ich lass mal schnell das Essen wirken. Du hast gleich ein kleines Problem, ich weiß, gell? Dass du noch hier bist. Ich weiß auch, dass ich noch hier bin. Und ich weiß, dass du tot bist. Oh yeah. So, jetzt drücken wir hier B. Und dann fliegt hier bald hoffentlich alles in die Luft. So. Nice one. Nice one. Ey, wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Das ist der Wahnsinn. Oh, der Kontrollraum. Ja, sonst kannst du das Gas ablassen. Lauf! Ich hoffe, ich bin richtig. Wenn er mir jetzt sagt, ich muss auf die andere Seite, habe ich schon ein kleines Problem. Ich muss auf die andere Seite. Halbwegs. Hallo? Hallo? Ich weiß nicht, was da in die Luft geflogen ist. Ich weiß diesmal nicht tatsächlich. Aber es war schön.
Ich sehe niemanden. Schießen aber trotzdem noch weiter. Zeit, die Klappe zu halten. So, wir brauchen jetzt noch mal Essen. RDA. Dafür sind sie gut. Sie geben gutes Essen. Oder machen zumindest Essen, das man essen kann. So, ich stelle mal wieder Pfeile her, damit wir die letzten Stückchen noch mitnehmen können. Nimm doch alles mit. Der könnte ein Problem werden. Da müssen wir hin. Der könnte nicht nur ein Problem werden, der wird ein Problem. Oh. Ah, okay. Warte mal. Da unten habe ich auch einen. Oh mein Gott. Okay, okay. Ich habe nichts gesagt. Das müsste doch unter mir sein. Okay. Aha, Kontrollraum. Sieht gut aus. Muss man den erlassen? Ich gebe Schlimmeres. Zeitig sollte der Schabischer knapper werden, aber das sollte. Da können Sie gut noch gerne noch ein bisschen runtergehen. So, bumm. Ein bisschen. Ach ja, nicht vergessen, Ladies and Gentlemen, ich bin hier auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Just saying. Dass die Notfalldruckventile offen sind. Deswegen ist es hier ein bisschen stressiger zu treiben. Das für die Zecke. Wird eine große Explosion geben. Also sei vorsichtig. Wenn mir jetzt sagt, ja, 20 Sekunden, um hier rauszukommen. Ah, ne. Druckventile der. Ah, okay. Ich muss wieder schön. Ja. Es ist wieder da. So viel in diesem großen Raum. Das ist doch der Wahnsinn. Aber, mein Gott. Ist halt so. Das wird eine kleine XXL-Folge gelesen. So, hier. Ah. Ja, warte mal. Ah, ich wollte sie in die Luft jagen. Deswegen war ich da ein bisschen länger. Hey, du hast doch. Alles muss versteckt sein. Wieso will die jetzt nicht in die Luft fliegen? Ich hasse nicht. Aber ist okay. Tod ist tot und das ist die Hauptsache. Bleiben mir noch zwei Arschlöcher. Penner. Und ich frage mich, warum der hier nicht bemannt ist. Ich gehe da jetzt mal hin. Kann ich da irgendwas machen mit? Hallo? Das wäre jetzt cool gewesen. Ich habe einfach zu viel Spaß, die zu one-shotten. Ich habe noch keine gute Sicht auf ihn, sie, es. Okay, da drauf. Und Nummer 2. Nein. Ach, das war in den Ellenbogen. Sorry. Ich hab zu viel Spaß an sowas. Das ist so schlimm. Oh oh. Ich habe noch nie so eine große Anlage auseinandergenommen. Aber wenn die andere 20er also auch so ist wie die hier, bitte Spaß machen. Wie gesagt, eigentlich sollte man an sowas keinen Spaß haben beim Schlachten, aber es macht Spaß. Und sie haben es verdient. So, geh auf, mein Junge. Zeig mir dein Löchle. Und hier gehe ich dann hin und dann bin ich in Deckung, hoffentlich. So, Vorsicht, nicht da drauf schießen. Nichts wie raus. Ja, wo geht's hier raus? Erstmal nehme ich hier mal ein bisschen. Hä? Ich weiß von gar nichts. Unter mir. Ja, bin ich hier richtig? Nein, ich muss dahinter. Ich bin nie richtig. Habe ich jetzt hier irgendwie so einen Timer, so. Ja, 10 Sekunden noch, dann fliegt ja alles in die Luft. Ich sehe doch gerade ganz anders. Dahinter müssen wir. Let's go. Was wird unten durch? Ich sehe. Oh. Ich wusste nicht, dass es so tief runtergeht.
Ganz zufällig geht es kaputt, während ich hier gerade davor bin. Maschine zerstört. Aua! Die Audi zieht sich zurück. Sie sind auf der Flucht. Aber ihr Schatten bleibt. Die Ruine blutet Gift. Wieso ist hier alles zerstört? Dort weg. Die Chemikalien. Ist er schon in die Luft geflogen? Komm ins Lager. Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Warum ist hier... Hä? Hey, beruhigt euch. Beruhigt euch. Nicht ausrasten. Geh ins Licht. Sehen wir jetzt nochmal, wie sie in die Luft fliegt? Und was ist mit Harding? Ist sie jetzt dann gleich tot und wird sie in der 20er Base sein? Bin gespannt. Befehl verstanden. Wir sind in Bewegung. Ich sehe da noch die Kran. Die sollten vielleicht mal weg. Wir haben es alles geschafft, diese fette Base in die Luft zu springen. Auszuschalten. Wir haben es geschafft. Aua, aua, aua. Der war Stacheldraht. Ich hätte es gefeiert, wenn ich jetzt im Stacheldraht frage. Schaut es euch an. Diese fette Base. Awa wird sich erholen. Alter Vater. Okay, da müssen wir hin. Kann ich da nicht schnell reisen? Ich dachte nicht. Schöne Base. Oder war theoretisch für die Himmelsmenschen eine schöne Base. Aber wir haben Rache genommen. Und das war gut. Jetzt schauen wir noch, was mit einer. Mit dem kann ich auch reden. Achso, mit dem kann ich heilen. Wähle weise. Oh. Will ich machen. Schaden gegen markierte Feinde. Können? Noch. Aber lass dich nicht erwischen. Ne, mach ich nicht. Ein guter Tag für den Widerstand. Nice one. Und ein ganz düsterer für die RDA. Oh ja. Und Harding hat wohl heute auch keine Trophäe ergattert. Los, gehen wir zu den anderen. Ah, es ist schön. Es ist schön. Da, wo sind die Schwestern? Da. Aus dieser Welt so eng zu kämpfen. Manchmal lebendig in ihr. Niemand vergessen. Hallo? Erinnerungen verknüpft wie Lieder. Ich würde gerne reden. Die Sesua müssen alle Kinder Awas beschützen. Das herzlose Schlachten wird ein Ende haben. Ich hoffe, wir können unsere Speere bald senken und Sanke am Feuer trinken. Ja, wenn das Dröhnen ihrer Maschinen nicht mehr am Himmel hallt. Ihr müsst nicht allein kämpfen. Trag die Flamme unseres Siegs in dir, Zamsiu. Möge sie in vielen Herzen Feuer entfachen. Oh, das haben sie schön gesagt. Jetzt? Ich sehe genauso viel Blackscreen wie ihr, also nicht wundern. Beide Kräfte abgeschlossen. Oh ja. Naja, man muss sagen, das war auf jeden Fall cool. Und ich habe jetzt einen Drachenbauer-Teilchenschuss bekommen. Und Ikranmuster 3. Okay, da müssen wir jetzt nochmal schauen. Also erstmal Ikranmuster. Dry. Das hier war das zweite. Das war das... Oh. Sie ist golden. Sie ist golden dadurch. So ein bisschen golden. Oh, schaut sie euch an. Kann ich... Dreh dich mal, Schatzi. Nein, aber sie ist golden. Das bilden wir aus. Und ich habe ja noch... Ach ja, das hier ist, by the way, hier Zaumzeug, das hier. Hier oben habe ich noch nichts und hier auch noch nicht. Schade. Und hier auch noch nicht? Nee. Und was habe ich noch bekommen? Taillenschutz. Oh, 107 Gesundheit. Und ja, der ist ein bisschen knapp, aber mich stört es nicht. Was haben wir hier noch? Spezialmünzen für Schleuderstock, Inventarwiderstand, Schusswaffenschaden. Den hatte ich, glaube ich, drin, oder? Hatte ich den? Ne, ich hatte den hier, okay. Nice one. Also das war auf jeden Fall hier mal was. Kleine XXL-Folge. Drachenbauer, Teilenschutz, neues Rezept. Drachenbauer? Ja, heißt mein Schutz... Alter, heißt mein Schutz nicht so? Drachenbauer? Drachenbauer, Taillenschutz, Händenschutz. Achso, damit ich vielleicht noch einen besseren machen kann. Aus der Nähe sind die Bögen überwältigt. So, was ist jetzt meine Aufgabe? Der wird Sakros Versprechen erfüllt, oder? Wir haben es geschafft, würde ich mal sagen. Und ihr seht es ja, es gibt hier noch einiges mehr. Hier hinten zum Beispiel noch. Gibt es noch ordentlich Stuff? Geschafft! Du hast sie zurückgedrängt! Wir haben das. Oh ja. Wir alle. Okay, klar. Aber komm, verkauf dich nicht unter Wert. Da hinten brennt sie. Unter den Sesua fühle ich mich wie ein Kind. Willkommen in meiner Welt. Jedenfalls wollte ich nur sicher gehen, dass du zur Party kommst. Von denen hatten wir nur sehr wenige. Eine Siegesfeier, ernst? Echt jetzt? Dies ist nicht mal eure Geburtstage. Sorry, voll unhöflich. Oh, Mann. Sch-
schon gut. Ich habe das Gefühl, wir wurden wiedergeboren, als wir entkommen sind. Echt schön, dass du das so siehst. Na dann, wir sehen uns auf der Party. Oh ja. Eines Tages werden wir wieder unterwegs. Aber, Ladies and Gentlemen, an der Stelle war es das nicht nur für heute, ja? Ihr hört richtig. Damit endet das Projekt Avatar, zumindest hier als Videos, denn mir ist aufgefallen, durch das ganze Kästen und allem würde sich das eher entweder lohnen für ein Streamprojekt, aber da weiß ich noch nicht, wie ich dazu komme, oder einfach um, hört sich doof an, aber solo zu zocken, damit man einfach mehr Zeit investieren kann und vor allem jetzt nicht nur, ihr kennt es ja bestimmt selber, du könnt euch das vorstellen, dass wenn man einfach entspannt ist, ein Stuhl chillt, irgendwann am Abend oder so, ist was anderes als, oh, wie jetzt. Priya, danke. Aber, ich hoffe, euch hat dieses Projekt gefallen. Ladies and Gentlemen, mir hat sehr viel Spaß gemacht, das Spiel allgemein. Und ich freue mich tatsächlich auch schon darauf, wenn ich einfach hier weitersuchten kann. Hört sich doof an. Ich würde euch gerne mitnehmen. Aber es ist schwierig, da, klar, könnte ich irgendwie 10 Stunden aufnehmen und dann schauen, was ich rauscutten kann. Aber es ist halt schwierig, ne? Sprich, würde ich dann irgendwas erkunden und irgendwas entdecken, was nicht auch im Video wäre, wäre ungünstig. Wenn ich die ganze Zeit die Cam laufen lasse, ist auch immer schwierig. Deswegen, ja, vielleicht werden wir das Projekt in einem Stream weiterzocken, vielleicht will ich es einfach nur solo weiterzocken. Da schaue ich einfach, wie ich von der Zeit her hinkomme. Mir hat es Spaß gemacht, das Spiel ist super, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Es ist gut, es ist schön, es macht Spaß und auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ist es machbar. Ihr habt es ja gesehen. Ladies and Gentlemen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner anderen Projekte. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.